Jetzt geht es mir endlich wieder mal ein bisschen besser. Und ja, dafür haben wir jetzt einen Sandsturm. Mm. Marcel, Trail Magic! Yeah. Juhu! Jetzt kann es weitergehen. Fuß fühlt sich gut an. Vor allem jetzt mit dem Tape stärkt wirklich noch, befestigt das Ganze ein bisschen. Ja, ich fühle mich gut. Das Fußgelenk ist getaped, das gibt zusätzlich noch ein bisschen Stabilität und so fühlt es sich wirklich super an. Und ich bin bereit für den CDT, es kann zurückgehen, yay! Wir sitzen jetzt im Rockin' 66 Bus auf dem Weg zum Trailhead. Es geht bald weiter, nach 2 Wochen in Grants im Hotel, sind wir total excited. Es ist soweit, wir sind wieder da. Endlich, nach 3 Wochen weg vom Trail. Ja, super lange hat es sich angefühlt in Socorro und Grants. Jetzt endlich wieder draußen in der Natur. Wir freuen uns so. Unbeschreiblich. Ja, wir sind überglücklich und wir haben gerade vorher gesagt, es fühlt sich an, als ob wir neu starten. Ja. Weil wir sind jetzt länger weg vom Trail gewesen, als wir auf dem Trail waren. Aber jetzt geht's weiter auf dem CDT. Ja, und darauf freuen wir uns sehr. Wir sind außerhalb von Grants, das ist offizielle Meile vom CDT, Meile 525. Und da geht es jetzt auf die nächste Etappe von Grants nach Cuba. Und da sind wir etwa 5 Tage unterwegs. Yay. Jetzt geht's wieder los! Ja, jetzt geht's definitiv weiter auf dem CDT. Tschüss! Der erste Aufstieg ist geschafft und wir haben traumhafte Aussicht nach Grants, wo wir 2 Wochen waren. Als wir heute Morgen losgelaufen sind, wussten wir ja noch nicht, wie es kommt, aber wir sind sehr, sehr, sehr glücklich. Es war besser als erwartet. Viel besser sogar. Ja, meinem Fuß geht es eigentlich recht gut. Ich habe ja so das ganze Fußgelenk getaped und das gibt ein bisschen zusätzliche Stabilität und so ging es eigentlich wirklich gut. Am Anfang ein bisschen, ja, bisschen schwierig noch, weil das Ganze so ein bisschen eingerostet war und sich ja irgendwie so ein bisschen steif angefühlt hat. Aber je länger wandern, desto besser ging es eigentlich und habe eigentlich fast keine Schmerzen im Fuß. Ja, und so haben wir doch jetzt 13 Meilen geschafft, ein bisschen mehr als erwartet. Mhm. Wir sind ja hier bei einer Quelle, Gooseberry Springs, und da schlafen wir heute Nacht und sind froh, wieder in der Natur zu sein. Und morgen geht es dann weiter zum Mount Taylor mit Schnee. Genau. Schon mal wieder in die Höhe. Ja, und da steht es wieder, unser Zelt. Ganz komisches Gefühl, so nach 3 Wochen Hotelzimmer. Wir sind auf dem Weg zum Mount Taylor. Und das erste Schneefeld. Der Schnee ist hart, schön griffig, absolut kein Problem. Oh, und die Sonne scheint uns ins Gesicht. Wunderschöner Morgen wieder. Ja, so schön, zurück auf dem CDT zu sein. Wir kommen zu unserem Ziel, dem Gipfel des Mount Taylor,
Naja, wir sind jetzt auf 3333 Metern und die Aussicht ist einfach fantastisch. Da unten in dieser Fläche ist irgendwo Grants. Von da unten sind wir jetzt aufgestiegen. Wow, die letzten Meter hoch zum Gipfel. Mount Taylor geschafft, 11.301 Fuß. Juhu! Den Mount Taylor haben wir jetzt hinter uns und vor uns liegt jetzt eigentlich nur noch Abstieg. Also es wird angenehmer und einfacher und top heute. Ja, dem Fuß geht es gut, trotz dem recht langen Schneefeld. Also wir sind sicher eine gute Meile. Sind wir durch den Schnee gelaufen, durch den Wald auf der Nordseite von Mount Taylor. War noch richtig viel Schnee. Einmal bis zur Hüfte eingesunken, auch zum Glück mit dem rechten Bein, mit dem rechten Fuß. Kein Problem, geht eigentlich gut soweit. Und jetzt freue ich mich auch, dass der anstrengende Teil für heute geschafft ist. Zwei recht happige Anstiege. Zuerst Mount Taylor, dann runter durch Schneefeld, dann wieder hoch auf diesen Aussichtspunkt, wo wir im Moment gerade sind, mit Fernsehtower und alles. Und ja, jetzt geht es eigentlich schön da. Hügelkette entlang, ständig ein bisschen runter. Und das wird sicher ein bisschen einfacher für mein Fußgelenk. Guten Morgen vom CDT. Guten Morgen. Wir sind jetzt schon seit einer halben Stunde unterwegs. Es ist 7 Uhr und als nächstes Wasser auffüllen. Genau, und das nicht so schlecht, weil wir haben für die nächsten 20 Meilen kein Wasser. Das heißt, wir müssen für 20 Meilen Wasser mitnehmen. Vielleicht, es hat so zwei Punkte, wo es Wasser haben könnte, weil es geregnet hat. Jetzt hier sieht es aber eigentlich recht trocken aus. Kann sein, dass es hier gar nicht geregnet hat. Das heißt, wir müssen für 20 mitnehmen, weil es eben nicht sicher ist. Bedeutet, unsere Rucksäcke werden unglaublich schwer werden. Ja. Schleppen! 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 Wir sind nun seit einer geschlagenen Stunde hier am Wasserfiltern für 3,5 Liter, eine ganze Stunde. Ist echt ein bisschen viel. Ja, das Wasser ist ziemlich verdreckt, das heißt, unser Filter wird halt auch schnell verstopft und dann irgendwann kommt nur noch so ein Dribble, so ein paar Tropfen. Wir haben uns gerade entschieden, wir kaufen uns einen zweiten Filter, weil mit einem Filter, da brauchen wir einfach viel zu viel Zeit. Ja, wieder ein Learning hier auf dem CDT. Heute ist Roadwalk-Tag, 18 Meilen lang auf dieser Straße. Die Hälfte haben wir schon geschafft und bald ist Mittagspause, dann fällt es uns dann nachher auch wieder einfacher. Und hier haben wir ein schönes Plätzchen gefunden, Zeit für Mittagspause. Und hier sind wir mal bei einer Attraktion, der Canyon del Bardo oder Prado, ein Canyon. Und da unten hat es auch Wasser. Ich komme gleich zur Sache. Manchmal gibt es Tage, da fällt man einfach die falschen Entscheidungen. Und das mehr als einmal. Und wenn es ums Thema Wasser geht, ist das auf einer Weitwanderung eigentlich ziemlich doof. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer Quelle, wo es Wasser gibt. Wir haben uns abschrecken lassen von einem Eintrag in der App Farout. Da ist gestanden, dass irgendwie es total steil runter geht und steil hoch geht und man ziemlich viel Zeit braucht, um Wasser zu holen. Und so haben wir uns dann entschieden, na gut, wir müssen in dem Fall Wasser sparen. Wir verzichten darauf, da Wasser zu holen, was aber bedeutet,
dass wir heute Abend und morgen dann mit nur gerade einem Liter Wasser auskommen müssen. Also Marcel und ich je ein Liter. Morgen müssen wir aber dann noch 11 Meilen laufen. Sorry, das reicht nicht. Ich muss jetzt nochmals einen knappen Kilometer zurücklaufen. Selber schuld. Hätten wir ein bisschen besser überlegen sollen. Aber ja, man lernt nie aus. So mache ich jetzt einen extra Spaziergang und hole mal noch 3 Liter Wasser für uns. Da müssen wir heute Abend nicht sparen, gibt es morgen doch einen Kaffee. Und auch morgen fürs Laufen müssen wir dann nicht sparen mit Wasser, was ja wirklich doof ist, wenn man sparen muss mit Trinken beim Wandern. Jetzt hier am Ausgangspunkt zu den Indio Springs. 2 andere Hiker haben gesagt, es ist etwa 20 Minuten zum Laufen. Ja, da habe ich ja jetzt noch was vor. Oh wow, ziemlich spektakulär. Da bin ich gerade froh, musste ich jetzt Wasser holen. Ist ja richtig schön von der Aussicht her. Ein richtig cooler Walk hier. Oh, und da unten sehe ich die Wasserquellen. Wow, ziemlich weit unten. Das blüht mir jetzt, dieser Abstieg und nachher der Aufstieg. Ich bin schon unten. Der Abstieg war einfacher als gedacht und erst noch so spektakulär. Und da vorne ist das Wasser. Dann heißt es jetzt mal schön filtern. Guckt euch das an, mitten im Nirgendwo, hier dieses Wasser. Und sieht doch ziemlich gut aus. Job done. Jetzt bin ich voll bepackt mit Wasser. Insgesamt 3,5 Liter. Jetzt muss ich die wieder hochschleppen. Aber kein Problem, weil für frisches Wasser macht man doch alles. Ja, und jetzt geht's da wieder hoch. Aber ziemlich eindrücklich hier. So fällt mir der Aufstieg doch sehr einfach. Traumhafte Aussicht hinter uns. Wir haben endlich mal ein bisschen spannende Landschaft erreicht jetzt. Gestern ja dieser lange Roadwalk, einfach 18 Meilen der Straße entlang. Zwar Schotterstraße, aber doch halt relativ lange. Und jetzt ja endlich ein bisschen Spannung in der Landschaft. Leider kann ich es im Moment nicht gerade so genießen. Mir geht es eigentlich nicht so toll. Fußgelenk ist zwar alles gut, also so gut wie es sein kann. Aber ich weiß nicht, hat das irgendwie mit den starken Medikamenten zu tun, die ich genommen habe jetzt für 2 Wochen. Ich bin total schlapp. Ich habe recht Mühe zum Wandern, es fällt mir alles schwer, sobald es raufgeht, geht mir die Puste aus. Es ist mir auch immer so ein bisschen übel, ich habe keinen Appetit, es geht nicht so gut. Darum haben wir uns jetzt entschieden, dass wir einen Tag mehr einlegen werden. Das heißt, wir haben die Tagesetappen verkürzt und ja, so sollten wir jeweils schon um die Mittagszeit den Platz erreichen, wo wir schlafen werden, und so kann ich den Nachmittag ein bisschen ja, ausruhen und hoffen, dass es so dann wieder aufwärts geht mit meiner Gesundheit. Sind wir länger oben auf dieser Mesa gelaufen. Jetzt geht es ganz steil runter. Nächster Stopp ist eine Quelle oder ein Wasserdepot. Aber zuerst müssen wir da diesen Abstieg schaffen. Ziemlich krasse Stimmung gerade. Regen soll es eigentlich nicht geben, aber die Wolken sehen ziemlich dunkel aus. Wir haben uns bei dem starken Wind hinter diesem Busch verkrochen und da sind wir ein bisschen windgeschützt, wenn auch nur ein bisschen. Wir haben ja gewusst, der Siriti wird nicht einfach, aber dass wir auch einen Sandsturm jetzt noch erleben müssen,
Da draußen sieht es so aus. Ist kein Regen, kein Schnee. Ein krasser, blöder Sandsturm. Unser Zelt sieht jetzt so aus. Alles voller Sand. Marcel ist gerade zurück. Er hat es überlebt, aber ob es unser Zelt überlebt, es ist Katastrophe da draußen. Marcel hat einfach immer die besten Ideen. So sieht bei uns der Windschutz aus im Zelt. Es ist echt hardcore im Moment. Jetzt geht es mir endlich wieder mal ein bisschen besser. Und ja, dafür haben wir jetzt einen Sandsturm. Nettes Geschenk. Hinter mir seht ihr richtig schöne Felsen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Camp Oasis. Das ist Trail Magic hier auf dem CDT. Und wir freuen uns schon riesig. Marcel träumt seit gestern von einer kalten Cola. Mal schauen, ob es das gibt. Und was uns auch erwartet, ist leckeres Essen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns riesig. Also let's go, noch weitere 7 Meilen, bis wir da sind. Wir hoffen sehr, dass wir es bis zur Mittagspause dahin schaffen. Wir haben es geschafft, juhu! Marcel, Trail Magic! Da vorne! Yeah. Juhu! Es hat einen Haufen Leute, ein Riesenzelt, da drüben sogar ein Container für Abfall und Toiletten. Und das hinter mir ist jetzt das Camp Oasis. Wir hatten gerade Fettuccine und jetzt stürmt's, kommt der nächste Sandsturm. Aber ja, wir sind hier schön geschützt in diesem Zelt. Super toll. Wir sind zurück auf dem Trail, nachdem wir uns die Bäuche vollgeschlagen haben im Camp Oasis. Und der Name könnte nicht treffender sein. Es ist wirklich eine Oase. Eine Kühlbox voller kühler Getränke. Cola, Mountain Dew, Dr. Pepper, alles was das Herz begehrt. Und dann das Essen, Wahnsinn. Es gab 3 Menüs und man kann da einfach auswählen, was man gerne möchte. Unglaublich. Herzlichen Dank an die Organisation des Camp Oasis an dieser Stelle. Ihr seid einfach Trail Angels. Besser könnte man sich's nicht vorstellen. Herzlichen Dank, Woody und das ganze Team. Und auf dem Trail geht es jetzt so weiter. Immer noch spektakuläre Landschaft mit ein bisschen Auf- und Abstiegen. Super spannend zu laufen, mit toller Aussicht, genau so wie wir es lieben. Die Landschaft hier ist so faszinierend. Ach, so kommen wir gar nie vorwärts. Ich muss da alle paar Meter stehen bleiben und filmen, fotografieren. Marcel geht's genauso. Ach, der Wahnsinn. Wir genießen es gerade total.
in dieser Landschaft wandern zu dürfen und sind total happy hier auf dem CDT. Pausenplatz im Windschatten mit Aussicht. Hinterm Baum. Und heute ist der zweitletzte Tag mit diesen Schuhen. Wieder ein schwitziger Tag, aber auch heute können wir nicht klagen. Die Landschaft ist sensationell. Erinnert uns ein bisschen an Australien. Eine Mischung zwischen Bangal Bangals und Kings Canyon. Richtig schön. Und anstrengend. Gerade rechtzeitig zur Mittagspause erreichen wir die Jones Canyon Spring. Yay, Wasser! Brauchen wir dringend. Wir haben noch einen halben Liter. Und jetzt Mittagspause an der Quelle einlegen. Und vermutlich sind da schon ganz viele, weil es haben uns mindestens 8 andere Hiker überholt. Jetzt sind wir gespannt, wie viele das da sind. Einige Gesichter kennen wir ja von gestern, von der Camp Oasis. Es sind insgesamt 7 andere Hiker. Marcel ist jetzt schon mal Wasser fassen gegangen und ich koche jetzt schon mal eine Portion Reis. Wir kommen Cuba, dem nächsten Versorgungsort, näher. Und in Cuba machen wir dann auch einen Zero Day. Morgen werden wir dann da sein. Es sind noch circa 13 Meilen bis dahin. Heute machen wir aber nur noch etwa 4. Die Ebene haben wir geschafft, jetzt sind wir da fast bei dieser Mesa. Also der Aufstieg steht uns jetzt bevor. Sieht aber wieder ganz cool aus, so richtige Boulder Area. Zeig's euch gleich. Es geht hier ziemlich steil aufwärts, aber es ist griffig und nicht allzu weit. Bis zum Campingplatz sind es jetzt noch eine Meile, wahrscheinlich etwa 200 Höhenmeter, das schaffen wir noch. Noch die letzten Meter und dann sind wir oben. Da sind wir auf dem CDT. Juhu! Und von da unten dieser Ebene sind wir hier hochgestiegen auf die Mesa. Wir haben einen sensationellen Platz zum Zelten gefunden. Schön windgeschützt hier in den Bäumen. Aber das Beste kommt jetzt. Unser Garten. Guckt euch das an.
Und das direkt vor der Haustür. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein herrlicher Morgen mit wunderbarer Aussicht. Ja, einer der schönsten Campplätze, den wir bis jetzt hatten. Echt. Ja, war wirklich traumhaft schön. Schöner Sonnenuntergang gestern auf der hinteren Seite, auf der Ebene. Und heute Morgen jetzt dann bald Sonnenaufgang hier hinter uns in diese eindrückliche Landschaft rein. Und jetzt geht's gleich los. Wir laufen in diese Richtung, Richtung Cuba. Noch 11,3 Meilen. Yippie! Yeah. Und dann wartet da ein Zero Day auf uns. Ja, genau. Den haben wir nötig. Meinem Fußgelenk, ja, zu Beginn war es sehr gut. Jetzt merke ich das schon ziemlich von der Belastung her. Ist sicher gut, wenn wir eine Tagpause einlegen können. Nur noch eine Meile bis zum Highway. Cuba is coming closer. Wir sind jetzt auf dem Highway 197. Und jetzt geht es leider 4 Meilen an diesem Highway entlang. Wir versuchen jetzt schon per Anhalter mitfahren zu können. Aber es ist gar nicht so einfach. Es ist hier Tempo 55 Meilen. Und die fahren hier ziemlich schnell durch. Ist auch schwierig zum Halten. Wir probieren es trotzdem, sonst laufen wir einfach die 4 Meilen. Ist auch nicht so schlimm auf die ganzen 3000 auf dem CDT von Mexiko nach Kanada. Das Gefährliche am CDT ist nicht der Trail, sondern die Highway Walks. Na, landschaftlich ist es immerhin nicht so schlecht. Wir haben es geschafft. Wir sind in Cuba im Del Prado Hotel und da checken wir jetzt ein. Unser Zero Day kann bald starten. Wir haben gerade eingecheckt und den Schlüssel gekriegt. Und hier sind wir zu Hause für einen Tag jetzt. Zero Day! Yay! Haben wir uns verdient. Mhm. Und wie ist das schön. Jetzt haben wir nach 7 Tagen endlich wieder mal geduscht. Das Gefühl, das warme Wasser über sich prasseln zu lassen, nach 7 Tage Schweiß abwaschen und Staub und weiß nicht was. Mm. Wir riechen wieder herrlich. Jetzt genießen wir unseren Zero Day hier in Cuba, New Mexico, bevor es dann auf den nächsten Abschnitt geht. Ja, meine neuen Schuhe! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue auf die neuen Schuhe. Oh, bestellt, geliefert und jetzt heißt es auspacken. Ja, und das sind sie. Du-du. Ha. Und dieses Mal ganz ein neuer Typ, ganz eine neue Marke, Topo. Bis jetzt war ich ja mit den Hokas super zufrieden, mit den Speedgoats. Aber vom Wechsel von den Modellen muss ich sagen, überhaupt nicht mehr. Darum probiere ich jetzt mal Topo. Mal schauen, wie sich die bewähren auf dem Trail. Ah, ich freue mich so. Es kann weitergehen auf dem CDT. Wir haben neue Schuhe. Tschüss Hokas, hallo Topos. Wie es auf dem Abschnitt 6 weitergehen wird, ist noch ein bisschen unklar. Wir haben hier gerade erfahren, es gibt einen Waldbrand vor uns. Der CDT ist auf ein Stück geschlossen. Mhm. Das heißt, wir müssen da irgendeine Lösung finden, wie wir weiterkommen. Ja, im nächsten Video erfährt ihr mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Bis zum nächsten Mal.